Bauen Next Generation, dem Zukunftstalk der Bauwirtschaft Baden-Württemberg. Ich begrüße Sie recht herzlich zu Bauen Next Generation, dem Zukunftstalk der Bauwirtschaft Baden-Württemberg. Mein Name ist Thomas Möller und ich präsentiere Ihnen interessante Gäste rund um das Thema Zukunft des Bauens. Wir werden mit dem am Baugeschehen Beteiligten sprechen, neue Trends und Bauweisen unter die Lupe nehmen, die Herausforderungen von Klimaschutz, Digitalisierung, Fachkräftesicherung und bezahlbaren Wohnraum diskutieren und uns vor allem der Frage widmen, welche Menschen arbeiten in und für diese interessante Branche und wie verändern diese Protagonisten unsere Bauwelt. Heute ist Dirk Siegel unser Gast. Dirk, du bist Geschäftsführer der Bildungsakademie der Bauwirtschaft Baden-Württemberg. Stell dich unseren Gästen zunächst mal vor. Was hast du in deinem Leben schon so alles gemacht und wie wird man Geschäftsführer einer Bildungsakademie? Ja, guten Morgen, Thomas. Ich habe eine reiche Vergangenheit in der Bauwirtschaft. Ich habe als Schüler und Student schon immer auf Baustellen gejobbt, weil da gutes Geld zu verdienen war. War dann in einer kleinen Baufirma kaufmännischer Leiter, bin in einen großen Baukonzern als Personalleiter gegangen und von da aus dann in die Verbändelandschaft als Zentrumsleiter eines größeren Bildungszentrums. Und von da aus habe ich den Absprung geschafft und bin jetzt hier in Baden-Württemberg zuständig für alle Bildungszentren der Bauwirtschaft. Dirk, was genau macht die Bildungsakademie der Bauwirtschaft eigentlich? Welche Rolle hat sie in unserem dualen Ausbildungssystem neben dem Betrieb und der Berufsschule? Wir haben ja in der Ausbildung der gewerblichen Bauberufe das duale System. In der Bauwirtschaft ist die Besonderheit, dass das betriebliche Teil sich nochmal gliedert in das, was auf der Baustelle stattfindet, im Lehrbetrieb und in der überbetrieblichen Ausbildung. Wir in der überbetrieblichen Ausbildung verstehen uns als Brücke zwischen Berufsschule und Betrieb. Welche Berufe werden in den Bildungszentren ausgebildet und wo überall gibt es Standorte der Bildungsakademie bei uns in Baden-Württemberg? Wir haben ganz viele Berufe. Insgesamt mehr als 20 Bauberufe, die wir ausbilden, aber nicht alle hier in Baden-Württemberg. Hier in Baden-Württemberg bilden wir 19 große Berufe aus, die wir hier zentral haben, wie Gerhard Stetten, die Baugeräteführer, oder auch dezentral den Maurer, den Betonbauer, in verschiedenen Standorten, insgesamt 11 über die ganze Landesfläche verteilt. Wir haben ja immer wieder mit Vorurteilen in unserem Leben zu kämpfen. Beim Bau ist es so, dass man immer noch das Vorurteil hört, Bauberufe seien nur etwas für echte Männer. Stimmt das? Haben Frauen in der Bauwirtschaft wirklich nichts verloren? Das ist zum Glück seit über 50 Jahren vorbei. Wir hatten nach dem Zweiten Weltkrieg zuerst ein Beschäftigungsverbot für Frauen in der Bauwirtschaft. Das wurde aber schon in den 70er Jahren abgeschafft. Heute sind wir ein Beruf wie jeder andere auch, in dem wir gute Betätigungsfelder haben für Männer und Frauen. Im Fußball heißt es so schön, nach dem Spiel ist vor dem Spiel. Gilt das auch für die Bauwirtschaft? Was für Möglichkeiten haben junge Menschen, sich nach einer Ausbildung weiterzuentwickeln? Das ist, glaube ich, die große Stärke der Bauwirtschaft. Bei uns fängt es mit dem Gesellenbrief an. Dort hat man schon gute Beschäftigungsmöglichkeiten, im Moment sogar sehr gute Beschäftigungsmöglichkeiten. Aber wir haben das geregelt in Tarifverträgen und Bildungsgesetzen, die Aufstiegsmöglichkeiten über den Vorarbeiter, den Werkpolier, den geprüften Polier, den Bauleiter bis hin zum Betriebsleiter. Das haben wir sehr gut geregelt und verankert und wird auch gut angenommen. Wo und wie kann ich mich als Interessierter über das Fort- und Weiterbildungsangebot informieren? Natürlich über unsere Website, die www.bildung.bauwirtschaft-bw.de, aber auch telefonisch in allen Bildungszentren, die wir haben, über das Land verteilt, kann man sich informieren über die Aufstiegsmöglichkeiten und die Ausbildungsmöglichkeiten hier in Baden-Württemberg. Was tut die Bildungsakademie in der Aus-, Fort- und Weiterbildung, um neue Trends in der Digitalisierung und Nachhaltigkeit zu schulen? Und welche Trends siehst du da?
unterwegs auf ganz vielen Messen und Kongressen mit all unseren Mitarbeitern, um diese Trends schon vorwegzunehmen. Weil wir müssen auch ein bisschen der Innovationstreiber sein in der Branche, damit die Leute nicht aus der Ausbildung kommen und die Technologie von gestern gelernt haben. Deswegen sind wir weit vorne. Dazu gehört natürlich die Digitalisierung auf den Baustellen. Das ist natürlich das große Thema BIM, also das Bauen im Modell oder mit dem englischen Begriff Building Information Modeling. Aber das ist auch alles drumherum. Die ganze Vermessung läuft mittlerweile digital, genauso wie die Steuerung der großen Baumaschinen. Der Fahrer ist immer noch wichtig, wird aber sehr durch digitale Helfer unterstützt. Das alles hört sich sehr interessant und vielseitig an. Und ihr habt sehr viel mit Menschen zu tun. Gibt es bei all dem ein Leitbild der Bildungsakademie, an dem sich Betriebe, deren Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen sowie Auszubildende und vor allen Dingen auch die Mitarbeitenden der Bildungsakademie orientieren können? Unser Leitbild heißt, wir entwickeln Menschen. Und dazu gehört natürlich die klassische Ausbildung, die Weiterbildung, die Fortbildung und das komplette Dienstleistungsangebot rund um die Bauwirtschaft. Wir sind Dienstleister für alle Mitglieder der Bauwirtschaft Baden-Württemberg und alle Betriebe der Baubranche, die in Baden-Württemberg ausbilden wollen. Lieber Dirk, vielen Dank für diese sehr informativen Stellungnahmen. Unser Verband, die Bauwirtschaft Baden-Württemberg, kann stolz auf seine Bildungsakademie sein, die ein umfangreiches Spektrum von der Ausbildung bis zu Bauleiterkursen anbietet. Modernen Unterricht mit neuesten Geräten und Techniken, kurz, unsere Bildungsakademie entwickelt die Next Generation Bauwirtschaft. Wir hoffen, meine Damen und Herren, Ihnen hat unsere heutige Folge des Zukunftstalk der Bauwirtschaft Baden-Württemberg gefallen. Und Sie sind auch beim nächsten Mal dabei, wenn wir uns dem Thema Nachhaltigkeit in der Bauwirtschaft widmen und dazu ebenfalls einen interessanten Gast begrüßen dürfen.